Fachhochschule Ost, ehemals Hase, nimmt schon seit geraumer Zeit am internationalen Wettbewerb Eurobot teil. Dieses Jahr besteht das Team aus 4 Elektrotechnikstudierenden. Bei diesem Wettkampf müssen autonom agierende Roboter verschiedene Aufgaben in 100 Sekunden bewältigen. Die in diesem Reglement definierten Aufgaben werden auf einem 2x3 Meter großen Spielfeld gestellt. Mit Hilfe des Spielfelds möchten wir nun die Hauptaufgabe zeigen. Dieses Jahr beinhaltet das, die Bojen auf die richtige Linie zu bringen. Das Ziel der Studienarbeit ist, eine gute Basis für die Roboter zu bilden. Daher galt es dieses Jahr, eine intelligente Stromversorgung zu realisieren, welche über die Kernschnittstelle gesteuert werden kann. Des Weiteren soll eine Kommunikation via WLAN ermöglicht werden, welches die bereits bestehenden Komponenten ansteuert. Dies geschieht durch ein Webinterface.